Weilord ist ein Pokémon mit dem Typ Wasser, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Weilmar. Weilord ist ein walähnliches Pokémon. Sein Körper ist länglich geformt, wobei die obere Körperhälfte blau und die untere Hälfte grau gefärbt ist. Es besitzt je drei Flossen an den Seiten, wobei die zwei vorderen lang und blau und in jeweils drei Abschnitte unterteilt sind und die hintere kurz und grau ist. Des Weiteren befindet sich hinten eine breite blaue Schwanzflosse. Die Bauchseite ist mit vielen dunkleren vertikalen Linien versehen, welche bis zur Mitte reichen und an eine weitere horizontale Linie angrenzen. Das Gesicht setzt sich aus einem breiten Mund mit zahlreichen Zähnen und einem paar kleiner, weit auseinanderstehender Augen zusammen. In seiner Shiny-Form ist die obere Körperhälfte des Pokémon in einem hellen Lila getönt. Weilord erlernt durch Levelaufstieg viele Spezialattacken, welche dem Typ Wasser angehören, sowie weitere physische Attacken und Statusattacken verschiedener Typen. Mit seinem außergewöhnlich großen Körper kann es Gegner besiegen, indem es im Meer herausspringt und durch den Aufprall mit dem Wasser beachtliche Aquawellen erzeugt. Es besitzt eine der Fähigkeiten Aquahülle, Dösigkeit und Erzwinger. Aquahülle schützt es vor Verbrennungen, Dösigkeit verhindert, dass es in einen Anziehungsstatus verfällt und seit der 6. Generation hat auch die Attacke Verhöhner keine Wirkung auf das Pokémon. Die Fähigkeit Erzwinger, welche Weilord als versteckte Fähigkeit erhalten kann, sorgt dafür, dass der Gegner beim Einsatz einer Attacke gegen Weilord einen zusätzlichen Angriffspunkt verbraucht. Weilord lebt im offenen Meer. Es gilt als eines der größten Pokémon überhaupt und kann mit seinem gigantischen Maul ganze Schwärme von Lusardin auf einmal verschlingen. Der Weilord ist ein Schwarmtier und jagt seine Beute gemeinsam mit anderen Weilords. Durch seine Größe ist es sehr beliebt und besonders das Zusehen dieses Pokémon während es aus dem Wasser springt ist überwältigend. Seine Lungen können bei voller Füllung so viel Luft speichern, dass es bis zu 3000 Meter tief tauchen kann. Dabei ist Weilord der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich auf Level 40 aus Weilmar. Entschuldigung. Der walähnliche Körperbau, welcher das hauptcharakteristische Merkmal von Weilord darstellt und die blaue Farbe der oberen Körperhälfte sind bereits vor der Entwicklung gegeben. Jedoch wächst das Pokémon enorm und ist über 7-mal so groß und mehr als 3-mal so schwer, wie es in der Vorentwicklung war. Die vorher beige Färbung des Bauchs wird nun zu grau und statt zwei Seitenflossen besitzt Weilord nun 6 und eine zusätzliche Schwanzflosse auf der Hinterseite. Und mit dem Typ Wasser nimmt es halben Schaden gegen Stahl-, Feuer-, Wasser- und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen- und Elektroattacken und der Rest macht normalen Schaden.